Du hast es geschafft. Ein Glück. Garudas Beschwörung war nicht ganz abgeschlossen? Dann ist der Plan der Ashians und ihrer Handlanger wohl fehlgeschlagen. Aber lassen wir diesen Ort rasch hinter uns. Die Ritter haben den Rückweg abgesichert. Das ist doch eine Unverfrorenheit. Ihr habt uns die Windbraut vor der Nase weggeschnappt. Die Krieger der Dunkelheit. Schon wieder auf den Beinen? Die Kleine ist wohl immun gegen mein Gift. Also, was soll das hier? Ich hoffe für dich, dass du uns nicht hingehalten hast, um diesen Kümmerlingen den Vortritt zu lassen. Beruhig dich. Garuda war noch nicht bereit für die Beschwörung. Er hat uns zur richtigen Zeit hergeführt, genau wie geplant. Die Lichtkrieger waren eben einfach früher da. Verflixt. Gegen so viele bestehen wir niemals. Aha, so ist das also. Du bist ihr Brüderchen. Alle Wetter, ihr seht euch wirklich ähnlich. Aber gut, dann eben nochmal. Lass mal lieber. Allzu viele ungeplante Einlagen und wir bringen womöglich den Plan der Weißkutte durcheinander. Übrigens, habt ihr euch ganz respektabel geschlagen? Habt ihr geübt? Wie könnt ihr nur mit den Ashians zusammenarbeiten? Ihr wisst ja gar nicht, was ihr anrichtet. Anrichtet? Pah! Du bist derjenige, der hier gar nichts versteht. Hat euch Heidelin erzählt, wie alles angefangen hat? Sie hat Zodiac verstoßen, als er immer stärker wurde. Dabei sind eine Menge Splitterwelten entstanden. Dimensionen, wenn ihr wollt. Ja, das hat sie uns mitgeteilt. 13 weitere Welten, die voneinander abgetrennt sind. Genau, und wir sind die Kinder des Lichts der ersten Splitterwelt. In jeder Welt gab es Licht und Dunkelheit, aber nicht überall gleich viel. In unserer Welt war das Licht von Anfang an stark. Wir, als Vorkämpfer des Lichts, bekamen unglaubliche Kräfte. Und eines Tages war die Dunkelheit vertrieben. Wir haben die Ashians und alles Dunkel, das vermeintlich unsere Welt bedrohte, radikal und endgültig vernichtet. Was glaubst du, was dann passiert ist? Das Licht hat unsere Welt überflutet. Das, was uns stark machte, wofür wir unser Leben einsetzten, wurde uns zum Verhängnis. Die erste Splitterwelt geht unter, weil Heidelin uns die Macht dazu gab. Das ist unmöglich. Natürlich ist es möglich, Junge. Denk an den ätherleeren Raum, den ihr das Nichts nennt. Er ist entstanden, als die Dunkelheit dort überhand nahm. Der klägliche Überrest der 13. Welt. Und genauso kann das Licht eine Welt zum Untergang verdammen. Wir sind gekommen, um unsere Welt davor zu retten. Dazu haben wir uns mit unseren Erzfeinden, den Ashians, verbündet. Und der einzige Weg zur Rettung ist, eine Katastrophe herbeizuführen. Um unsere Welt mit der euren zu vereinigen. Vereinigen? Aber würde das eure Welt nicht vielmehr zerstören? Die Fragestunde ist vorbei, Kleiner.
Wenn du dich wirklich nützlich machen willst, dann tritt zurück und lass uns machen, du unterbelichtetes Blag. Wer bist du? Gehörst du auch zu denen? Thank you.
Geht es dir besser? Ja, es geht schon wieder. Vielen Dank, Alfino. Und dir danke ich auch. Ich habe gehört, dass du in die Schluchten von Xelfatul vorgedrungen bist. Ihr konntet die Beschwörung also aufhalten? Tja, dass die Krieger der Dunkelheit mit den Ashians gemeinsame Sache machen, haben Alize und ich selbst gesehen. Aber dass sie es tun, um ihre Welt zu retten, wer's glaubt? Zumindest widerspricht es in keinem Punkt dem, was Minfilia im Sternengrund erzählt hat. Vielleicht stimmt es tatsächlich, was sie behaupten. Alize, was hat dich eigentlich auf die Fährte der Krieger der Dunkelheit gebracht? Nun, ich bin durch Eosea gereist, um endlich klar zu sehen. Dabei hörte ich natürlich viel vom Bund der Morgenröte und von den Taten der Kriegerin des Lichts. Aber seit einiger Zeit kursiert noch ein anderes Gerücht. Es heißt, dass eine Gruppe Unbekannte einen Primar je nach dem anderen unterwerfe, während alle Augen auf die Umwälzungen in Ishgard gerichtet sind. Die Krieger der Dunkelheit. Und als du dich an ihre Fersen geheftet hast, wurdest du Zeugin ihrer geheimen Unterredungen mit den Ashians. Ja, so ist es. Aber wie genau soll die Jagd auf Primae eine neue Katastrophe herbeiführen? Sie wollen die Lage eskalieren lassen. Die wilden Stämme sehen, wie ihre Götter einer nach dem anderen besiegt werden. Also bereiten sie ihre erneute Beschwörung vor, und zwar in immer stärkeren Formen. Dass sogar Nidhogg gefallen ist, hat ihre Angst vor uns noch mehr geschürt. Jetzt versuchen sie, sich mit allen Mitteln zu schützen. Und weiter dreht sich die Spirale der Gewalt, wie sich die Geschichte wiederholt. Genau das ist ihr Ziel. Die Ashians bringen die wilden Stämme dazu, ihre Primae zu beschwören. Und die Krieger der Dunkelheit besiegen sie dann. Immer und immer wieder. Aber das ist noch nicht der ganze Plan. Irgendwann, wenn die Stämme begreifen, dass ihre Götter nicht stark genug sind, werden sie nach einem neuen Gott rufen. So sagten es die Ashians selbst. So weit darf es nicht kommen. Im Lichte dieser Erkenntnisse wenig erstaunlich. Aber wie Alize und ich herausgefunden haben, bekommen die Stammespriester stetig Nachschub an Kristallen von verschiedenen Handlangern der Ashians. Wenn wir diesen Versorgungsweg unterbrechen, können wir auch die Beschwörungen fürs Erste aufhalten. Dann werden Kriele und ich in Xelfatul Untersuchungen anstellen. Vielleicht finden wir Hinweise auf diese Handlanger. Ich werde mich bei Lotast Gnad umsehen, um herauszufinden, wie die Gnad an ihre Kristalle gekommen sind. Auch sie sollen ja kürzlich eine Beschwörung durchgeführt haben. Aber Großmeister Emmerich, seid ihr sicher? Ja, wie ihr euch erinnert, mischen sich die Ashians nicht zum ersten Mal in die Geschicke meines Landes ein. Und Ishgard ist nun Mitglied der Eoseischen Allianz. Wenn von hier Gefahr ausgeht, müssen wir sie aufhalten. Leider weiß ich nicht viel über Primae-Beschwörungen. Wenn mich vielleicht jemand vom Bund begleiten könnte... Ich werde mitgehen, wenn es euch recht ist. Wir machen uns auch auf den Weg. Uriangé hat bestimmt von den jüngsten Beschwörungen Notiz genommen und kann uns wichtige Hinweise geben. Wartet! Bitte nehmt mich auch mit. Ich werde euch nicht zur Last fallen. Mir geht es wieder gut. Wirklich. Aber Alize! Gut, Schwester. Wenn das dein Wille ist, dann lass uns gemeinsam gehen. Wartet, Fräulein Alize! Ich habe ein kleines Geschenk. Neue Kleider und alles selbst genäht.
Mhm.